Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeguckt habt zu meiner neuesten Folge Need for Speed und ich fange jetzt einfach mal an mit Geradeaus-Tempo. So, Mercedes-Benz habe ich schon rausgefunden, ist nicht so gut, deswegen nehme ich jetzt mal den SOT. Ich habe etwas gebraucht mal wieder, ja, und deswegen habe ich jetzt ein bisschen Gold dafür. So, jetzt will ich mal sehen, wie gut man für das Rennen sein muss. Also 289, 297 oder 310. Mal sehen, wahrscheinlich kann man 289 schon ganz machen. Ist vielleicht schon ganz machbar. Mal sehen. Vielleicht sollte ich auch mal den Sound ein bisschen lauter machen, weil ich meine, das ist ja ein Spiel, wo der Sound auch nicht gerade unwichtig ist, sag ich jetzt mal. Naja. So, wie steht's mit meiner Geschwindigkeit? Ich glaube, das ist sogar ganz in Ordnung, so wie ich das jetzt sehe. Bloß aufpassen, dass ich keine Dummheiten mache bei den ganzen Driften und sonst was. Und ich habe mich heute schon etwas über das Spiel mal wieder aufgeregt, also tue ich regelmäßig für die, die es nicht wissen, weil einfach auch nicht das Spielerei und so, kennt man ja, oder wenn man in die gegenfahrenden Autos reindonnert, macht man gerade Spaß, wenn man gut ist im Rennen oder sowas, ist zum Beispiel auch relativ nervig. Naja, aber ich glaube, aus diesem Grund bin ich heute schon etwas eingefahren, habe ich gesagt, und ja, wäre jetzt sehr dankbar, wenn es jetzt dann vielleicht mal gehen würde mit dem Durchschnitt. 2 km/h brauche ich noch. Es geht noch, komm. Oje, meine. Sieht so aus, als wird es doch noch relativ schwierig. 1,8 und 7. Also es sieht jetzt tatsächlich so aus, als würden die Rennen langsam ein bisschen schwieriger. Gut, also ja, ich weiß, ich bin jetzt schon relativ weit fortgeschritten mit dem Spiel. Also weit ist nicht mehr und so. Und ja, ich habe es nicht geschafft. Ja, ich tue es einfach mal ein bisschen. Boah, der hat einen nice Sound. Cool. Also, ja, also übrigens für die, die sich wundern, ich habe vorher gesagt, dass der ein bisschen schwierig geworden ist, beziehungsweise vielleicht habe ich es auch rausgekriegt, da bin ich nicht ganz sicher, wie ich das mache. Aber, zur Info, das ist der beste Wagen, den es gibt. Heißt auf gut Deutsch, es gibt keinen besseren Wagen. Wer was Besseres will, kauft Modi. Bessere Motor oder so. Was hab ich jetzt übrigens auch, falls es euch interessiert. Ich habe einfach nie so viel Zeit, das Ganze innerhalb einer Stunde lang aufzunehmen. Beziehungsweise ich habe schon die Zeit, aber es wird jetzt sowieso schon eine halbe Stunde lang und deswegen, ich hoffe, ihr versteht, dass ich das so gemacht habe. Und es ist ja auch nicht direkt cheaten, weil es ist ja eigentlich Ingame-Funktion und von dem her. Naja, egal. Falls ihr euch wundert, warum ich die Spikes jetzt, warum ich da so elegant ausweichen konnte noch. Mir ist aufgefallen, dass immer vorher irgend so eine Puzzle oder wer das auch immer ist, eben diesen Polizeiradio da was von Spikes redet. Oder, ja, Spikes sind das, glaube ich, ja. Diese Nagelketten meinen sie da damit auf jeden Fall. Und daher weiß ich, dass das dann passieren wird. Und die Polizei ist irgendwie ziemlich erfolgreich dabei, mich auszubremsen, was mich etwas nervt. Naja. Macht nichts. Ja.
lasse ich meinen Countdown weiterlaufen. So. Ja, also ich will ungefähr auf eine Viertelstunde ein bisschen mehr kommen. Gut, nächstes Event. Mal sehen. Abgehakt. McLaren hört sich schon mal gut an. Starten. Einfach mal gucken, was es da gibt. Das muss ich mir merken, die Stelle. Die ist ziemlich witzig. Okay. So, lass mal sehen. Knockout, haben sich selber umgebracht. Selber schuld. Auf dem geht's gar nicht so schlecht, wenn die das machen. Könnten sie von mir aus ruhig öfters machen. Also wäre ja nicht so, als ob ihm das nerven würde oder so. Scheiß Nagelketten. Ja, ich weiß, mittlerweile fluche ich ziemlich viel. Aber wen wundert's, dass ich bei sowas tue? Sag ich jetzt mal so. Wer meinen Vater kennt und wer mich kennt, naja. Ja, also. Ich fluch allgemein schon ziemlich viel und mein Vater eigentlich auch und deswegen. Ja. Ist es allgemein bekannt, dass wir fluchen. So, 39.000. Das hört sich gut an. Auf dem Podium. 20.000 Speedpoints. Nächstes Event. Eine Brücke zu viel. Oh je, das hört sich ja schon mal super an. Ich leg mal los. So, da bin ich wieder. Es hat jetzt einige Szenen mittlerweile gegeben, die für Außenstehende bestimmt witzig finden, sind für mich nicht. Also ich find's mittlerweile jetzt nicht mehr so witzig. Einfach weil. Dein Arsch? Muss das jetzt unbedingt sein? Aber ich habe mich entschlossen, ein Best-of davon zu machen. Wird halt echt genial, finde ich. Oder Hobby mal. Allein von der Folge gibt es, glaube ich, drei Bier-Szenen, die echt genial sind. Ich sag nur, so in etwa mit, ich glaube, dieser Typ mag die Polizei nicht. Donk! Polizei drückt mir entgegenfahrendes Auto. Oder was gab's sonst noch? Naja, auf jeden Fall gab's einige witzige Szenen. So. Fick mich! Die etwas. Ja, komisch waren. So ein bisschen mies ironisch. Tja. So wie, so. Tja, BP. Und dann kriege ich selber noch auf die Fresse. Also so, BP heißt persönliches Recht. Das ist jemand, ich weiß nicht genau, wie weit das bekannt ist. Das ist halt in meiner Familie so. Aber, naja. Auf jeden Fall, das Video wird bestimmt witzig, weil ich habe da ganz ordentlich auf die Fresse bekommen, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Naja. Gut. Weiterlaufen lassen. Gold wert. Stimmt, ich habe Gold geschafft. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, nächstes Rennen. Most Wanted Nummer 1. Also. Ich glaube, wenn ich dieses Rennen gewinne, müsste ich Need for Speed so gut wie durchgespielt haben. Also, es sind jetzt noch zwei Folgen und dann ist es, glaube ich, passt es. Wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Naja. Ich habe bereits gelernt und mache das jetzt. Wo ist das? Waldschutz? Wo waren das? Ich glaube, das war Leichtbau. Leichtbau-Assist. So. Und damit kann ich dann auch jetzt besser fahren, glaube ich jedenfalls. Gewinnen in einer Minute 15. Ich mache gerade den ersten Boss. Ich mache gerade den ersten Boss. Ich mache gerade den ersten Boss. Leute, Need for Speed geht, glaube ich, jetzt doch nicht mehr so lang. So viel. Das. Ja, das war ja einfach. Bin gespannt, wie einfach es bleiben wird. Aber wenn es das jetzt war, dann GG, erster Boss. Weil dann bist du am Arsch. Wenn ich es besser ausdrücken darf. Und dann kann man mal sehen, vielleicht mal in einem Stream nachher, wo ich das Ganze durchspiele, noch zu 100%, weiß nicht, ob das geht oder nicht oder wie auch immer. Und dann passt es vermutlich auch mit Need for Speed, so wie sich das anhört gerade. Ja. Boah, das war gerade gut umgangen, glaube ich. So, für meine Verhältnisse. Warum halten die eigentlich nicht? Also, theoretisch wäre es jetzt ziemlich saublöd, wenn die Polizei mich aufhalten würde. Weil ich bin ja erst angehender Most Wanted Nummer 1. Naja. So viel zur Logik in manchen Spielen. Und ich habe das Spiel vermutlich durchgespielt. Tja. Traurige Musik bitte. Habe ich überhaupt was? Ich glaube nicht. Du hältst 25.000 Speedpoints. Nicht Siegespunkte, Speedpoints. Okay. Lamborghini Aventador. Okay. Pagani Huayra. Huayra. Okay, was ist das für ein Wagen? Glückwunsch! BMW M3 GTR steht jetzt in der Garage für dich zum Fahren bereit. Sieht so aus, als hätte ich einen Wagen geschenkt bekommen. Und es sieht so aus, als hätte ich das Spiel durchgespielt. So, Glückwunsch, Most Wanted. Du hast den Most Wanted Race in Fairhaven geschlagen, aber es warten noch mehr Herausforderungen. Ja. Kannst du deine Freunde auf den Speed Wars besiegen und aus der Most Wanted Liste werden? Viel Glück. Ja, das kann ich brauchen. Ich bin nicht bei Origin angemeldet, was ich allerdings möglicherweise ändern kann. Also, falls ihr gegen mich spielen wollt, sagt's einfach, dann könnte ich mich da mal irgendwie anmelden. Easy Drive, nächstes Event. Okay, es gibt noch was. Muss ich das jetzt irgendwie mich selber schlagen oder was? Lamborghini. Eine Million. Ich kann den Wagen einfach verwenden. So, bin ich jetzt mal gespannt, was ich hier reißen kann. Sieht aber ganz gut aus, würde ich jetzt mal so behaupten. Doch ja. Hey, und der Wagen ist genial.
Aber wenn der tatsächlich eine Mille gekostet hat, dann wundert mich das jetzt ehrlich gesagt auch kein bisschen, muss ich sagen. Und ich habe so das Gefühl, dass jetzt einfach dieses Easy Drive noch dafür ist, dass man alles 100% machen kann. Was ich vielleicht auch vorhab, aber wirklich dann auch in einem Stream. Also auf jeden Fall meine ich als Folge, es sei denn, ihr sagt jetzt bitte, 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 macht es, dann macht es. Aber ansonsten jetzt nicht wirklich. Boah, dieser Wagen ist genial, weißt du, 360. Also ich meine, es ist viel zu schnell, als dass ich wirklich gut damit fahren könnte, aber der Wagen ist ja trotzdem genial. Also, ich sag's jetzt mal so, ich bin halt Most Wanted Nummer 1, aber ich kann halt immer noch nicht mit dem Wagen fahren. Weißt du? Als ob ich es halt nicht gesagt hätte. Genial. Ich bin Most Wanted Nummer 1 und ich kann halt immer noch nicht mit dem Wagen fahren. Bams. So viel dazu. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und wenn euch jetzt interessiert, wie das Ganze jetzt durchgespielt wird, beziehungsweise ich gucke jetzt einfach mal, was das ganze Easy Drive jetzt bringt und was auch immer. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das Ganze, was ich hier jetzt alles nicht auf Gold habe, was eine Menge ist, nachher nochmal durchgespielt wird. Und insofern wird es vermutlich, wenn dann in einem Stream kommen oder offscreen oder ja, eben wenn ihr mich bildet in der Folge. Naja, auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, dann lasst doch ein Abo da. Und Daumen nach oben ab. Das habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Naja, egal. Und tschüss.